Hi, willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Letztes Mal haben wir Hades pulverisiert und Silence möchte, dass wir in diese Anlage gehen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich ihn nicht traue. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zugriff gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Bitte eintreten. Ja, ist ja Soll das gut. ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Eines was? Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Okay. Die Teile habe ich logischerweise nicht, ne? Ach, Sprungschläger sind diese komischen Viecher. Und da ist der See. Okay. Sprungschläger Waffenspule. Ich scanne mal das. Moment. Da muss ich raus. Ich scanne mal das Vieh draußen gleich. So, da hängen die Viecher rum. Diese Maschinen sollten die Teile für den Anzünder haben. Ich sollte einen scannen. Mein Fokus zeigt mir, wo das Teil ist. Ja. Okay. Wo ist die Energiezelle? Ich guck mir was mein Notizbuch an. Energiezelle am Arsch! Ich geh mal ein bisschen näher ran. Okay, der eine hat das jetzt bemerkt, aber das ist nicht schlimm. Oh, das sind viele. Sie haben mich noch nicht entdeckt. Nee. Und gleich ist die Aggro auch weg. So. Das ist die Energiezelle. Da fliegt das Teil. Ich muss es holen. Der Junge ist fix. Ey, der kann mit Steinen werfen. Okay, das war's. Sind die anderen aufmerksam auf mich? Sie lassen mich anscheinend in Ruhe. Oder? Ich will testen, ob man die mit stiller Schlacht töten kann. Weiß der da hinten, wo ich bin? Warte, ich guck mir noch mal die Schwächen von den Viechern an. Wo haben wir sie? Da. Schwach gegen Löschwasserschaden. Habe ich sowas? Frostbomben, Säure, Jäger. Das sieht nicht so aus.
Aua! Was hat er denn da für eine Peitsche? Schieß die Kanister runter. Der hat eine Peitsche oder was das ist? So, der ist hinüber. Ich will den anderen Säurebehälter auch unten haben. Aber leider zappelt mir das Vieh so viel. So, jetzt! Ah, Kopf ist im Weg! Bleib stehen, du scheiß Känguru! Okay, hab mich erwischt. Wo ist er? Uah. Das war der letzte. Werde ich bald brauchen können. So, da sind noch Teile. Okay, ich habe die Teile für den Anzünder. Jetzt brauche ich nur noch etwas Tiefwasserbrennkraut. Vielleicht kriege ich das ja hier schon. Ist es vielleicht das da? Jo, tatsächlich. Stelle den Anzünder her. Wie mache ich das? Spulen und Gewebe. Rohstoffe. Spezialausrüstung. Was ist das? Jagdmedaille. Nee. Ja, wie stelle ich den Anzünder denn her? Erklärt mir das vielleicht jemand? Ne, darunter nix. Sprungschlägerwaffen... Oder? Ach so, bei einer Werkbank muss ich das machen. Okay, sagt das doch einer. Spezialausrüstung. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. Ist mal eine Frage. Ich hatte doch hier irgendwo schon... Ja! Feuerglimmer. Jetzt wird mir angezeigt, wo ich das benutzen kann. Bei den verstärkten Wegen. Da komme ich zum Beispiel jetzt rein. Da auch. Da auch? Komme ich da auch rein? Ja, hier sieht man das nicht. Das ist ein bisschen schade, aber ich gehe mal davon aus. Überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Aber wir kriegen noch eine andere Fähigkeit, die wir anscheinend brauchen. Um versperrte Gegenden aufzumachen. Feuerglimmer anzünden. Zack. Geh lieber einen Schritt zurück. Okay. Sesam, öffne dich! Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Wenn ich mehr Feuerglimmer finde, könnte ich ihn da auch benutzen.
Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Da ist viel Wasser drin. Das läuft wohl von den Gipfeln runter. Das leckt hier schon einige Zeit. Also, ich habe hier das Gefühl, dass Silence mich nur benutzt, weil, ja, man kommt durch diese Tür nur mit der ID von Elisabeth Sobeck rein. Also denke ich mal, dass er für seine eigene Interesse Aloy wieder nur benutzt. Aber mal gucken. Vielleicht ist er doch nicht so böse, aber naja, ich bin da noch skeptisch. Hier ist alles überschwemmt. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Mhm. Ich muss irgendwie da rüberkommen. Nee, ich bin von da gekommen. Dann gehen wir hier mal rein. Was haben wir da? Einen Datenpunkt. 1. Februar, Travis Trade. Oh, Travis! Hernan de Leon, Carly Yan, James Young, Haruki Sato, Travis Tate, Elizabeth Sobeck, Hank Shaw, Sicherheitsteam Bravo. Okay. Das lässt schon mal die Hoffnung höher steigen, dass hier irgendwie was mit Gaia zu finden ist. So, da ist eine Leiter. Da hinten ist auch eine Leiter. Die Frage ist, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup. Wer wird denn hier nostalgisch? Das ist einfach nur die Wahrheit. Ja, und jetzt? Mein Zugwerfer könnte hier nützlich sein. Hä? Wo? Wo kann ich denn hier was ziehen? Hä? Ah, da! Oh, ich bin blind. Ich bin blind wie ein Ochse. Gut, dass Aloy das sagt. Ansonsten hätte ich das nicht mitbekommen. Irgendwie geht's hier nicht weiter. Da ist nur Water. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, und jetzt bin ich abgesoffen. Komme ich irgendwie zurück? Kann ich hier wieder hoch? Nee. Was mache ich denn jetzt? Ich komme doch hier nicht wieder raus, oder? Ist schlecht. Da komme ich raus. Was ist das für ein Signal da unten? Ich schwimme mal Richtung Signal. Da unten. Ah, da kommt man auch wieder raus. Da ist eine Leiter. Findet man vielleicht hier das tolle Item? Dass man tauchen kann? Ich denke mal, ja. Bin ein bisschen überfordert, wo ich hin muss. Aber hier komme ich wieder raus.
Okay. Kann ich... Da kann ich auch lang. What the fuck? Warum hat sie sich nicht festgehalten? Aloy, so geht das aber nicht. Für den Abschnitt jetzt schon ein bisschen nervig. Aber okay. Ich kriege es hoffentlich noch hin. So, geht doch. So, hier kann ich jetzt höher klettern. Ich kann dahin, okay. Abstoßen? Diese Leiter wäre vielleicht eine gute Idee. Ja, dann muss ich das nicht nochmal machen. Komme ich da rein? Ja, ne? What? Ach, da oben ist was. Ein Luftschacht. Die Tür ist zu. Aber daneben ist irgendein Gerät. Es ist mit der Tür verbunden, aber es braucht Energie. Ja, und wo finde ich die? Muss ja hier drin sein. Ah, wer sucht, der findet. Eine Energiezelle. So, mach auf die Tür. Oh, hier ist kein Wasser hingekommen. Da kann ich hoch. Das können wir entfernen. Hä? Ich treffe das doch. Hallo? Weil ich nicht nah genug dran stand. Okay. Es sitzt fest. Das löst sich so nicht. Ja, und... Und nun? Soll ich die Kiste runterschieben vielleicht? Ja, wahrscheinlich. Na, ah, scheiße. Was für ein Raum. Da scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Ich bin runtergefallen. Da war eigentlich was zum Festhalten. So, da ist die Konsole, die Energie braucht. Wo ist das noch eine Konsole, die Energie? Pharaoh. Das sieht aus wie das Gerät in dem anderen Raum. Vielleicht hilft mir die Energiezelle. Ja, aber dazu muss ich doch hier rauskommen. Die Konsole ist abgeschaltet. Da oben kommt man hin? Ah, Moment. Dazu brauche ich das hier. Lass mal los. So. Jetzt müsste ich da hochkommen. Bingo. Ja, und dann geht diese Tür hier auf. Okay. Boom! Ach, jetzt bin ich wieder hier, okay.
Geht die Tür zwar zu, aber... Stell mal ab, mich interessiert, ob ich diesen Sprung da schaffe. Hier kann man die Energiezelle auch ranstellen. Was bringt mir das? Ich probiere das mal. Nein, ich wollte ihn nicht nehmen. Ich wollte den Audiodatenpunkt abspielen. Was da stand halt. Ted, mein Freund. Vorbote der Endzeit. Was gibt es denn? Die Modifikation der Einsiedlerspinne. Die separaten Speicher für die Gaia- und Hadesmuster. Tja, das wäre viel zu teuer. Ich werde die Tests des Hades-Protokolls nächste Woche ins Hauptquartier von Zero Dawn verlegen. Nur mit der Ruhe, Mann. Lass es mich mal ganz einfach erklären. Baby Hades ist ein fieses kleines Ding. Und es muss in seiner Wiege bleiben. Ein Fehler. Und es unterbricht jeden Datenfluss und jede Stromleitung. Deshalb ist dieses dunkle, gruselige Loch perfekt. Sehr schwierig, ein unerlaubtes Signal rauszuschicken, damit die Cyber-Atomwaffen hier nicht einfach davonfliegen können. Zum Beispiel Draxnet 4. Ich glaube, die Jungs nannten das den Moldavian Brain Hack. Das war ein Projekt der Freigabe Stufe 9. Ah, du dachtest, deine Leute hätten alle Spuren verwischt? Tja, der alte Trev hat genau hingeguckt und noch welche gefunden. Nein, Hades wird bleiben, wo er ist. Bis dann, Teddy. Wenn dieser Ort von der Außenwelt isoliert war, sind eventuelle Gaia-Backups nicht gelöscht worden. Sicher vor Ted Farrows Versuchen, Gaias Apollo-Datenbank auszulöschen. Ja, das wäre ja gut, ne? So. Dann nehmen wir mal das hübsche Ding mit. Ich lasse es erstmal hier liegen, weil mich interessiert, ob ich den Sprung da schaffe, den ich eben verbockt habe. Den hier. Da kommt man rüber, zu 100%. Ja. Man muss nur Anlauf nehmen. Und dafür habe ich das jetzt gemacht. Wahnsinn. Ich dachte, ich kriege mehr. Okay. Dann nehmen wir das Ding mal mit. So, wir haben da was, aber hier war auch noch was. Ich lege das erstmal hier rein. Was ist das da? Elizabeth und Travis Tate. Ah, da ist Elizabeth. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ah, ich habe mir vorgestellt, wie die Farsinestrottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Hm?
Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Mhm. So, was haben wir hier jetzt? Da kann ich bestimmt oben die Tür mit öffnen. Hä? Okay. Was haben wir denn hier? Achso, das ist einfach nur eine alte Truhe. Komme ich jetzt oben durch die Tür durch? Ach so. Also war der erste Punkt doch richtig. So, zack, rein damit. Jetzt müsste die Tür doch eigentlich oben aufgehen. Jawohl! Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ja, erstmal machen wir hier die Leiter runter. Da komme ich noch nicht ran. Das sagte sie ja gerade auch, ne? Aber von hier wahrscheinlich dann. So. Gehen wir mal runter. Die Tür ist wahrscheinlich verschlossen. Und nu? Komme ich jetzt ran? Das ist zu weit weg. Wie komme ich denn da ran? Ich muss irgendwie da drauf. Ich bin gerade sehr, sehr überfragt, Leute. Kann ich hier klettern? Der ist doch nicht umsonst hier irgendwie, oder? Da komme ich nicht rein. Finde einen Weg zur inneren Luke mit Generkennung. Ja, versuche ich gerade. Aber irgendwie kann man da drauf klettern? Die Antwort ist nein. Da muss ich irgendwie hoch. Aus dem Wasser kann man nicht rausspringen. Hier kann ich hoch. Dann bin ich wieder hier am Anfang. Ich muss da irgendwie hoch. Wie mache ich das denn? Also, ich kann hier hoch. Von da bin ich gekommen. Dann ist da die Leiter, ja. So. Und weiter? Ich übersehe was verdammt Offensichtliches, glaube ich.
Es ist ein Greifpunkt einfach da hinten. Ach, von hier kriege ich das? Von hier aus komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Ich muss springen. Okay. Was war das denn? Aloy. Mädchen, du strapazierst meine Geduld. Wenigstens ist die Ausrüstung noch trocken. Naja. Naja. Also manchmal macht sie echt so Hungersprünge, ne? So. Was war das? Aloy! Ja, Leute, wir sind wie so am Ende der Folge. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!